dadurch, dass die Städte zu Hitzeinseln werden, dadurch, dass in vielen urbanen Räumen eigentlich die Nächte, tropische Nächte immer häufiger werden, hat sich einiges verschoben. Hier am Institut gibt es eine Reihe von Forschungsarbeiten, die sich mit dem Thema Auswirkungen dieser Hitzeinseln beschäftigen. Und da kommt ein altes Thema wieder hervor, das wir schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich kennen, das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, und das ist die Sommerfrische, das heißt eigentlich die bewusste Flucht aus den städtischen Räumen, wie das auch in Italien und vielen anderen Regionen früher für die etwas vermögendere Bevölkerungsschicht üblich war, und damit eigentlich sozusagen auch wieder ein Revival einer alten Idee, damit auch neue Möglichkeiten für Wertschöpfung und damit eigentlich auch ein attraktives Erleben ländlicher Räume.